Beim Alpenmasters 2024 suchen wir den Bergkönig unter den Motorrädern. Und wenn man ehrlich ist, denkt man da vermutlich anfangs direkt mal an eine Reise-Enduro. Heute geht es um Reise-Enduros. Es geht um die Kategorie Adventure XL, BMW R1300 GS und Honda Africa Twin Adventure Sports ES DCT. Habe ich alle Zusätze? CRF 1100L davor noch. Ah, genau, so. Also, es geht um die Africa Twin Adventure Sports mit elektronischem Fahrwerk und DCT gegen die R1300 GS. Carsten, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sprechen gleich über die Motorräder, aber vorher gibt es mal einen ganz interessanten Einblick in den Alpenmasters Testablauf. Wir haben nämlich Beschleunigungs- bzw. Durchzugsmessungen im zweiten Gang bergauf am Pass und Bremsmessungen gemacht und das können wir uns jetzt erstmal anschauen. So, Kinder, jetzt machen wir Bremsmessung. Nee, erstmal Beschleunigungsmessung mit dem Carsten. Durchzug, zweiter Gang am Berg. Mal gucken, und, ob die Karre hochgeht. Vorne. Und dann bremsen wir. Ah, leck mich am Arsch. R1300 GS, das schiebt vorwärts, hey. Puh. Also zweiter Gang mit dem dicken Schiff und es geht vorwärts. Es geht nicht nur vorwärts, sondern auch aufwärts. Und jetzt bremsen wir mal im Dynamikmodus vom ABS. Zu zweit bergab, 75 auf 25 ist unsere Messung. Puh. Ja, das steht schnell, würde ich sagen. ABS gut, wa? So, und jetzt das Ganze mit der Africa Twin. Auf geht's. Also das zieht auch schön durch zu zweit hier am Berg, aber wir haben definitiv keine Wheelie-Gefahr. Und jetzt bremsen wir. Oh, für die groben Reifen gar nicht so schlecht. Für die groben Reifen gar nicht so schlecht. Die groben Reifen nicht so schlecht, ja. Bisschen defensiv, aber passt ja. Passt ja. So, Carsten, ich glaube, die R1300 GS ist ja schon so ein bisschen als Geheimfavorit hier an den Start gegangen. Was meinst du jetzt so nach dem ersten Fahren? Ja, die GS ist einfach ein super sportliches Motorrad geworden, gerade die 1300er. Ich bin ja eigentlich schon so ein bisschen bekennender GS-Fan und die 1250 war halt ein super geschmeidiges Motorrad. Das ist bei der nicht mehr ganz so der Fall. Die ist deutlich sportlicher geworden. Aber mir gefällt das Lenkverhalten, die ist super handlich. Der Motor hat Qualm in jedem Gang, also ist egal, welchen Gang man einlegt. Das macht richtig Laune. Auf der Bremse funktioniert es gut. Das Fahrwerk ist halt leider ein bisschen straffer geworden, also einfach Richtung Sportlichkeit. Da spürt man so kleine Wellen halt deutlicher als bei der 1250er, wenn man jetzt die so als Vergleich dazu nehmen darf. Jens, was gibt's Gutes an der Africa Twin? An der Africa Twin? Also, was mir gefallen hat, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man zum Beispiel hier die Kehren fährt, wir haben ja hier relativ viele enge Kehren, die hat ja das DCT-Kupplungsgetriebe sozusagen, schaltet automatisch, sprich, du musst dich um nichts kümmern. Wenn du ganz normal fährst, bisschen schnuffelig, bisschen Zeit ziehen, dann macht das echt Laune. Also wirklich, da ist es ein Benefit. Ja, Carsten, wir haben es gesehen, Alltag beim Alpenmasters, Brems- und Beschleunigungsmessungen am Pass mit Honda Africa Twin. Wir nennen sie einfach Africa Twin, weil diese ganzen Zusätze mir jetzt hier zu viel werden. Dann wird das Video auch eine halbe Stunde lang mindestens nur durch diese Zusätze. Und R1300 GS, Motorräder, die in den Alpen zu Hause sind und die in den Alpen auch viel anzutreffen sind. Also war erstaunlich beim Alpenmasters, wie viele neue GSen und wie viele Africa Twins wir gesehen haben, ne? Ja. Also muss man sagen, die sind offensichtlich sehr beliebt, die Motorräder. Und wir haben auch herausfinden können, warum, weil sie in den Alpen sehr, sehr gut funktionieren. Fangen wir vielleicht mal mit der neuen GS an. Wir haben es gerade gesehen.
vielleicht habt ihr es gesehen, das Vorderrad der GS hat bei den Durchzugsmessungen abgehoben. Also zu zweit bergauf, zweiter Gang, voll durchladen. Da fährt eine R1300 GS von sich aus auf dem Hinterrad und das macht auch eine KTM 99 Duke zum Beispiel nicht. Der Motor der neuen GS ist wirklich eine Wucht, oder? Das ist unglaublich. Also der hat einfach Drehmoment ohne Ende. Leistung okay, 145 PS, das braucht man nicht, ist sowieso schon mehr als genug, aber Drehmoment ist unglaublich. Also ab 3000, da liegen schon über 120 Newtonmeter an. Das ist die einzige Maschine, die im zweiten Gang einfach vorne mit dem Vorderrad abgehoben hat. Die hat mit Abstand den besten Durchzug generiert. Ob man es braucht oder nicht, ist ja egal erstmal, aber wenn man es hat, ist es einfach cool. Also das Fahrzeug schiebt einfach richtig vorwärts. Man kann auch mal den zweiten oder dritten Gang drin lassen, egal. Man ist nie im falschen Gang, du hast immer genügend Drehmoment zur Verfügung. Drehzahl eigentlich egal und der Motor ist aber nicht nur ein mörderischer Drücker, sondern auch ein geschmeidiger Zeitgenosse, ne? Der geht super geschmeidig ans Gas. Also das war schon bei den GS-Modellen immer eigentlich ein positiver Effekt. Aber das geht ganz, ganz einfach 1:1. Also keine Lastwechselreaktionen, kein Nachschieben aus dem Schiebebetrieb oder beim Beschleunigen oder aus dem Schiebebetrieb geht es ganz geschmeidig ans Gas, ja. Jetzt ist es ja so, dass die Honda leistungsmäßig da nicht mithalten kann. Das ist im Grunde klar. Also sie hat weniger Leistung, weniger Drehmoment. Der Motor der Honda ist aber auch ein guter Motor für die Alpen, weil er hat auch Kraft und er ist auch geschmeidig, oder? Das ist ein 1100er Motor mit über 100 PS, ist alles gut, aber das Fahrzeug ist insgesamt nochmal ein bisschen schwerer als die GS und auch wenn man die Leistung vielleicht nicht immer braucht, aber im direkten Vergleich zur GS ist halt doch eher weniger Drehmoment vorhanden. Was jetzt besonders war bei der Africa Twin, die wir dabei hatten, sie hat das DCT-Getriebe. Also eine Automatik, ein Doppelkupplungsgetriebe, Automatik. Es gibt verschiedene Modi. Man kann entweder den D-Modus einstellen oder man hat dann verschiedene Sportmodi, die man auch einstellen kann. Man kann also dieses Schaltverhalten des Automatikgetriebes beeinflussen. Wie hast du das DCT am Pass empfunden im Vergleich zu einem herkömmlichen Getriebe? Ja, also die Meinungen gehen ja da auseinander. Es gibt ja viele, die mögen DCT und auch die Ausstattungsquote ist, glaube ich, relativ hoch. Also sie verkaufen relativ viele Fahrzeuge mit DCT. Mir persönlich, ich brauche es nicht so arg. Ich finde halt das Mehrgewicht von 10 Kilo einen Nachteil und ich will eigentlich gern dann schalten, wenn ich schalten will. Das kann man natürlich mit der Africa Twin auch machen. Man hat ja die Wippe und kann jederzeit die Gänge wechseln. Aber es funktioniert ja heute auch mit einem guten Blipper genauso gut. Dann kann ich hoch und runter schalten, auch ohne Kupplung. Also ich habe eigentlich den gleichen Effekt. Und es gibt zu viele Möglichkeiten aus meiner Sicht mit dem D-Modus, mit den S-Modi, mit Wippe. Also ich kann mich da so arg verzetteln, um den richtigen Modus zu finden, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt schalte. Dann nehme ich auch gleich einen Schaltmotorrad und wechsle eigentlich den Gang, wann ich es will. Also und perfekt ist es tatsächlich trotz der vielen Modi dann nie, ne? Also es schaltet nie genau dann, wenn man sich denkt, ja jetzt. Es schaltet halt dann, wann es will, also außer ich nehme die Wippe und das ist meistens nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es will. Und in ganz engen Kehren muss ich trotzdem sagen, ist es ein Nachteil. Also ich habe nicht so das Gefühl, ich fahre lieber gern mit der Kupplung, dosiere die und nehme die Hinterradbremse, muss ich bei der Africa Twin zwar auch machen, aber nehme die Hinterradbremse und dosiere ein bisschen die Kupplung in engen Kehren und dann kann ich schön am Schleifpunkt ganz eng um die Kehren zirkeln. Und bei der Africa Twin hat man beim ganz engen Wenden doch immer so das Gefühl, schaltet es jetzt mal einen Gang runter oder kuppelt es jetzt aus, also was passiert jetzt? Und das ist auf jeden Fall zum Rangieren oder ganz eng wenden ist es schwieriger. Ja, am Ende hat man dann nur das Gas und die Hinterradbremse zur Verfügung und muss eben ein bisschen Gas halten, damit genau das Motorrad nicht irgendwie was macht, was man nicht möchte, zum Beispiel auskuppeln und dann ja, das Ganze mit der Hinterradbremse zu sehen, ist nicht ganz so leicht. Eigentlich das DCT ja aber in Sachen Ansprechen wieder vorteilhaft, ne? Das funktioniert perfekt, wenn man jetzt auf der Anreise ist und man fährt dahin, das ist super entspannt, geschmeidig, die Gänge wechseln lastfrei, das funktioniert sehr gut. Aber Anreise und in den Alpen in engen Kehren fahren ist halt ein Unterschied und da hat es halt dann doch aus meiner Sicht Nachteile. Definitiv, du hast das Gewicht angesprochen, die Africa Twin an sich ein großes, schweres Motorrad, das Adventure Sports Modell mit ja, viel drum und dran. Wie hast du es vom Handling an sich empfunden? Also merkt man diese extra Pfunde der Africa Twin im Vergleich zur GS? Auf jeden Fall. Ich finde, die das sind zwar, glaube ich, nur so knapp 10 Kilo oder was die mehr wiegt, aber die merkt man schon. Man hockt schon inaktiver und höher auf dem Motorrad wie auf der GS. Die GS hat einen super engen Wendekreis, also wo wir unsere Messung gemacht haben und da gewendet haben. Mit der GS, da kann ich
auf einer ganz schmalen Straße wenden. Und bei der Africa Twin habe ich immer den Eindruck, oh, das langt vielleicht gerade nicht. Und dann auch mit diesem Doppelkupplungsgetriebe, dann nehme ich lieber eine Stelle, wo ich mehr Platz habe. Und das passiert ja bei der GS auf gar keinen Fall. Also das Gewicht merkt man schon auf jeden Fall. Und jetzt auch beim Handling an sich, also wenn man jetzt nicht rangiert, sondern tatsächlich ein bisschen flüssiger fährt, wie hast du es da empfunden? Die längsliegende Kurbelwelle von so einem Boxermotor ist einfach Wahnsinn. Also es fährt immer super handlich und auch deutlich handlicher als die Africa Twin. Handlich und trotzdem muss man sagen, das ganze Motorrad liegt präzise und stabil in Schräglage. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, das ist aber super handlich, das klappt ab, vielleicht fahre ich doch innen in die Wiese, weil mir das zu handlich oder weil das Motorrad von sich aus nach innen fahren will. Nee, das Motorrad reagiert genau auf das, was du machen möchtest. Ja. Ne? Die Lenkbefehle sind jetzt bei der neuen noch direkter wie bei dem Vorgängermodell. Und auch die Rückmeldung über das Telelever war früher immer ein Kritikpunkt zu Recht, aber mittlerweile ist auch selbst da die Rückmeldung eigentlich perfekt. Also teilweise besser wie mit Fahrzeugen mit Telegabel, komischerweise. Bei der Africa Twin alles ein bisschen, ich sag mal, träger, aber auch ein Hauch komfortabler und einen Hauch, ja, indirekter in Anführungszeichen, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man lange Strecken fährt, oder? Das ist der Vorteil von der Africa Twin. Sie ist auf jeden Fall bequemer, hat ein weicheres Sitzkissen, ein weicheres Fahrwerk. Also vom Komfort her ist sie auf jeden Fall der GS überlegen. Das ist ein großer Vorteil, aber ja, die anderen Punkte leider zugunsten der GS. Also wenn man jetzt wirklich lange im Sattel sitzt und lange über schlechte Straßen fährt, ist dieses gut ansprechende elektronische Fahrwerk von der GS natürlich schon gut, aber die Honda hat irgendwie, macht alles nochmal ein bisschen softer. Genau, ja. Eine Besonderheit der GS fahrwerksseitig oder vom Chassis her, wie auch immer man es bezeichnen möchte, ist ja das Telelever-System. Du hast gerade schon angesprochen, das ist jetzt, das Vorderradgefühl ist noch ein bisschen besser geworden, liegt daran, dass dieses Evo-Telelever jetzt in der R1300 steckt, womit noch die Verbindung ein bisschen direkter ist. Der größte Vorteil im System in den Alpen liegt aber vermutlich darin, dass die Front beim Bremsen nicht abtaucht. Mhm. Und das ist natürlich bei den Bremsmessungen und beim Bremsen generell bergab auf eine Kehre zu ein großer Vorteil, oder? Ja, super Vorteil. Also da hat man nie das Gefühl, dass es hinten abhebt. Du hast natürlich auch sehr viele Einstellmöglichkeiten beim ABS. Das Fahrzeug bleibt super stabil und der Sozius kann sich gut hinten festhalten. Es gibt keine Nickbewegungen wie jetzt bei der Africa Twin zum Beispiel, die dann doch vorne stark eintaucht. Also super stabil und einfach zu bremsen. Das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen erklären, weil wir hatten es zum Beispiel auch jetzt bei der Ducati Multistrada, sondern bei der Desert X Rally und jetzt auch bei der Africa Twin, sind Motorräder, die haben natürlich lange Federwege, generieren dadurch viel Komfort. Und das ist natürlich gut, aber das bedeutet auch, dass diese langen Federwege, wenn man jetzt hart bergab bremst, natürlich auch ausgenutzt werden von den Fahrwerken, was bedeutet, dass das Motorrad eben tief abtaucht. Ja. Und bei der GS ist es eben so, dass dadurch, dass diese Nickbewegungen von dem Telelever ausgeglichen werden, ist der Federweg ja trotzdem vorhanden. Er muss aber nicht für diese Bremsung genutzt werden und man hat deswegen nicht dieses Abtauchen und das Motorrad bleibt besser manövrierbar, wenn man jetzt bergab hart bremst. Ja, es sind eigentlich zwei Effekte. Zum einen habe ich noch den Federweg zur Verfügung beim Bremsen und zum anderen habe ich gar nicht diesen Impuls. Also sag mal, wenn ich die Bremse anlege und der Federweg wird von der Africa Twin aufgebraucht, dann gibt es schon so einen Drehimpuls und das Fahrzeug will hinten abheben und dann muss auch einfach das ABS eingreifen, früher demnach. Also diese beiden Effekte ist der Vorteil halt von der GS. Sprechen wir kurz noch über die Bremsanlagen an sich. Welche fandst du besser? Auch da die GS-Anlage, ja. Weil? Ja, super Druckpunkt, hohe Wirkung, geringe Handkraft, schön zu dosieren, ja. Bei der Africa Twin auch wieder alles ein bisschen, sagen wir, indirekter gediegener. Ja, ja. Was mich auch noch gestört hat an der Africa Twin, ist einfach die Menüführung. Du hast es ja auch schön nochmal beschrieben. Es ist einfach ein bisschen zu komplex geworden. Also ich habe zu viele Möglichkeiten, schon allein mit dem DCT, wie viele Möglichkeiten ich habe, um das einzustellen. Die ganzen Fahrmodi, also es ist relativ kompliziert aufgebaut. Es ist bei der BMW mittlerweile auch schon ein bisschen komplizierter als beim alten Modell, aber deutlich einfacher, also einfach intuitiver. Ja, das ganze Menü ist intuitiver und man erkennt es alleine schon daran, wenn man an diese Lenkerschalter von der Africa Twin schaut, da denkt man, man sitzt im Eurofighter, weil da, also welcher Knopf ist jetzt wofür, da gibt's, wir haben sie glaube ich nicht gezählt, aber das müsste man Unmengen mal machen. Knöpfe. Und bei so einer GS oder auch bei anderen Modellen, bei Ducatis auch, ist es einfach
besser gelöst, dadurch, dass es nicht so viele Knöpfe gibt und man weiß, wo man hinkommt im Menü, wenn man was drückt. Mhm. Und bei der Afrika-Twin muss man sich erstmal überlegen, welcher Knopf ist jetzt der richtige und welchen brauche ich vielleicht nicht. Und genau, also wir sagen es seit Jahren, bitte diese Menüführung mal mal ändern. Ja, das wäre super schön, würde dem Motorrad gut tun. gut, Carsten, jetzt haben wir schon langsam rausgehört, natürlich DGS ist in vielen Belangen überlegen. Sie hat bessere Fahrleistungen, sie hat den Vorteil des Telelevers. Sie steht am Ende deswegen auch im Finale, oder? Sie steht im Finale und sag mal, trotzdem kann man noch sagen, es ging in dieser Klasse um die neue Afrika Twin mit 19 Zoll und die BMW hatte schon immer 19 Zoll, also so kam auch der Vergleich zustande und damit es auch vom Preisgefüge ungefähr passt, hat man die Afrika Twin mit allem geordert, damit es nicht immer heißt, okay, die BMW sind sowieso deutlich teurer und deswegen auch überlegen, also sie waren vom Preis eher aneinander gerückt. Trotzdem ist auch schon von der Papierform die Afrika Twin der GS leider unterlegen und somit hat auch die GS den Einzug ins Finale deutlich verdient. Deutlich verdient. Bedeutet nicht, dass die Afrika Twin ein schlechtes Motorrad für die Alpen wäre. Sie hat trotzdem in der Punktewertung am Ende viele Punkte gesammelt, einfach dadurch, dass sie komfortabel und wahrscheinlich auch für die Ansprüche von jemandem, der jetzt wirklich eher entspannt durch die Alpen fahren möchte, der die Natur genießen möchte, der vielleicht einen Boxermotor nicht so mag, das gibt es ja auch, dann ist die Afrika Twin natürlich ein gutes Motorrad. Ist ein gutes Motorrad und sie hat von der Punktzahl auch so viele Punkte erreicht, dass sie rein theoretisch von allen 16 Motorrädern auch auf Platz 2 landen würde. Also es ist halt der undankbare Platz 2 in dem Fall, weil sie halt gegen die GS rausfliegt, aber gegenüber anderen Fahrzeugen hätte sie mehr Punkte. Hätte sie mehr Punkte, aber so ist eben der Modus beim Alpenmasters. Ja. Es geht um eine Vorrunde, es ist wie bei einer Fußball-WM. Wenn du im Viertelfinale verlierst, bist du raus und wenn dein Gegner später Weltmeister wird, dann hast halt Pech gehabt. So ist es beim Alpenmasters auch. Die Vorrunde der Adventure XL geht an die BMW R1300 GS und die steht damit im Finale, wo sie gegen 8 weitere Motorräder antreten wird aus anderen Kategorien. Und Carsten, da zu dem Talk treffen wir uns auch nochmal wieder. Mhm. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder dazu ein. Bis dahin, lasst uns gerne einen Daumen fürs Video da. Danke dir, Carsten. Bis zum nächsten Mal.